Okay, das war's auch schon mit denen. Es geht mittlerweile echt schnell voran. Wir haben noch genau zwei. Es stehen noch zwischen uns und der Hauptquest noch zwei Fragezeichen. Los, lauf! Nicht eins, nicht drei, es sind zwei. Und das wollen wir uns natürlich holen. Und das tun wir auch. Ich sollte natürlich aber aufpassen, dass ich nicht irgendwo mich verlaufe, beziehungsweise irgendwie runterkomme, hochkomme, wo ich gar nicht hin will. Ich glaube, da unten ist ein bisschen mehr los. Plötzlich können wir die mal hier lassen. Was denn? Ich wollte eigentlich noch gucken vorher. Was passiert, wenn ich da jetzt... Runteröpfe, wir speichern mal. Und hoffen, dass die als Runkenen... Komm zu mir! Nein, ich bin noch nicht weg! Ach, schade! Ich bin noch nicht weg! Komm zurück! Ist unterwegs einer draufgegangen bei dem Scheiß? Nee, ne? Egal. Ah! Oh, fuck ey! Gleichzeitig sind sie umgefallen. Oh! Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh, Beim Ausgraben. Verreckt. Oder beim Vergraben, man weiß es nicht. Explosiver Bolzen. Schwertwahl. Manuskriptseite, Schwertwahl. Okay. Rausgerissene Seite. Short Episode. Ich glaube, da haben wir echt ein paar schöne Sachen gefunden. So explosive. Warum ist der denn so lila? Okay. Aber ich glaube, wir haben echt viele, viele geile Sachen jetzt mittlerweile. Plötze, warte mal. Warum renne ich denn zu dir hoch, wenn du zu mir runterkommen kannst? Weil der natürlich auch außen rum rennt. Aber wisst ihr was? In der Zeit werde ich am erstmal einen Schluck genehmigen, ne? Ich habe nämlich vorher die Heizung auf Pulle-Pulle hier gestellt und jetzt... Oh, schwitze ich mich zu Tode gerade. So, okay, alles klar, jetzt... Markieren wir uns noch schnell das letzte Fragezeichen für diesen Abschnitt. Und dann haben wir hier auch wirklich alles durch. Zumindest das, was auf der Karte markiert ist oder angezeigt wird. Und auch ein paar andere Sachen haben wir auf jeden Fall gefunden. Und ich muss sagen, da bin ich mega stolz auf uns. Beweg dich! Und natürlich freue ich mich auch immer wieder darüber, wenn Leute hier mal zuschauen. Ich meine Videos anschauen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Und natürlich genauso, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Das ist klar. Komm jetzt. Ihr seht aus, als ob er Ärger will. Deserteur. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Was? Ah! Oh! Nee, damit hast du nicht gerechnet, ne? Guck mal, soll ich mal was zeigen? Zack! Ach, da bist du kopflos vor. Nee? Vor. Erstaunen. So, wer pisst jetzt in welchen Kopf? Boah, ich hab den Knödel. So.
Ja, die haben wahrscheinlich hier gecampt und gewartet, bis jemand vorbeikommt und den dann auszurauben. Mal schnell gucken, dass wir hier nichts übersehen. Das wäre echt ärgerlich. Wahrscheinlich habe ich auch trotz Hexensinne irgendwas übersehen. Aber nun gut. Wir haben sie alle bezwungen. Yeah. Sehr cool. Da jetzt hier noch so Berge, glaube ich, sind, markieren wir uns jetzt mal das Tal. Und reiten dann zurück. Beweg dich. Oder machen schnelles Reiten. Schnelles Reisen. So. Um schnell nach Wesimir zu kommen. Damit wir den Greifen erledigen können. So ist zumindest der Plan. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Oha, bitte. Eigentlich könnten wir auch Sachen mal im Lager einlagern, ne? Aber das ist ehrlich. Soll ich das jetzt erschöpfen oder nicht? Das ist doch was für mich. Einmal kurz meditieren. Ich möchte mit vollem Leben gerne da reingehen, in den Tod. Und vorher müssen wir nochmal schauen. Wir haben ja wieder ein paar Sachen jetzt aufgesammelt. Erstmal wegen den Waffen gucken und natürlich auch hier Ausrüstung. Dort irgendetwas besser ist? Nein. Okay, wir haben noch einen freien Platz bei den Stiefeln. Da können wir wahrscheinlich diese Sachen reinpacken. Art. Jürgen. Aber Art nutzen wir leider nicht so oft. Ja gut, ich würde sagen, wir lassen das vielleicht erstmal frei. Vielleicht finden wir da noch was. Und sonst. Ein Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Das steht wahrscheinlich überall so, genau. Aber Ausdauer plus 25, 20, 20. Also scheint ja der schon mal der bessere zu sein. Mehr tragen können wir dadurch leider nicht. Schade. Satteltaschen. Wo kriegen wir die denn her? Das wäre ganz cool. Und Scheuklappen? Ach, dann wird er nicht so, er rennt er nicht panisch weg. Okay. Meine Großmutter hat mir von Schmiede gemacht. Ich würde einfach gerne mal so eine Gans töten, ne? Einfach mal, um zu wissen, was passiert. Aber wir lassen es einfach mal. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greif angenommen. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher, Monster. So war das schon. Okay, das hätten wir leider schon mal. Alles klar. Ich habe einen Vertrag für einen Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Jo, das wäre vielleicht erstmal interessant. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Hm, immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Jo, das ist, glaube ich, tatsächlich immer so. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen.
Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Okay. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Puh. So. Dafür fehlt uns aber leider noch was. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Ja, das ist uns klar. Herstellbare Gegenstände. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Erzgreifenabsud, Trank. Starke Schläge verbrauchen sämtliche vorhandene Ausdauer und verringern nach der Berechnung des normalen Schadens die Vitalität des getroffenen Gegners um 5%. Okay. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind Kategorien unterteilt, bla bla bla. Ja, ja. Wähl das Rezept für den Donnertrank aus. Donner. Wahrscheinlich müssen wir das mal klein einklappen. Einklappen, Trank, Donner. Erhöht die Angriffskraft. Ah. Vergiftung, 25. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Verwende LB und RB, um das Inventar zu öffnen. Du hast einen Hexertrank, doch musst du ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Donner. Die Frage ist, wie nutze ich den dann? Du kannst diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren oder um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Okay, also muss ich... nein, was macht der denn da? Ich wollte... Genau, ja, aber jetzt wollte ich den Teil nicht wieder rüber. Ach Mann, ey! So, das lassen wir. Ah, das Klärchen. Plötze, wo bist du? Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Was ist denn mit deinem Gesicht? Da haben sie ihn geköpft. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen. Hey! Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn Busch in einer Luft begraben. Du hast ein Dach über dem Kopf. Das ist besser als ja, geile Scheiße. Einfach irgendeinen packen. Och, dem passt mal. Also die Fresse mag ich gerade nicht. Zack. Du Köpf. Ey, das ist echt. Wahnsinn. Aber leider gibt es sowas anscheinend immer noch. Man möge es nicht meinen, aber ja, die Leute sind nach wie vor dumm. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja.
Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Okay. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Gespielt hast du. Also sowas. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Oh, plötzlich stand da aber echt im Weg gerade, ne? Vorsicht! Hab ich noch erwischt? Vorsicht! LB! Armbrust! Drücke RB, um einen Armbrustbolzen zu verschießen. Vielleicht gerade nicht, wenn er im Anflug ist. Wo ist der? Lass ihn nicht erwischen! Plätze? Mann, Plätze, komm mal her! Wenn du den Hexersinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Jawohl, das, hoppala, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Heya! Ich weiß ja ungefähr, wo er hingeflogen ist und das wird uns ja auch angezeigt. Da hinten, ich hab ihn gesehen. Sollte echt aufpassen, dass ich nicht hinter dem bin. Oh, was? Oh, wir haben ihn. Yeah. Ist das eine fette Beute, du? Schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Was? Man ja nie aus. Was zum Beispiel? Das können wir eigentlich mal fragen. Vielleicht haben wir da noch ein paar nützliche Tipps. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich.
Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Jawohl, Sir. Machen wir. So, wie komme ich jetzt an den Schädel heran? Einfach hier unten. Greifenmutter gehen.